Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kürze live. Hi Sabine. Hallo Frank. Hallo ja, Robert. Wir haben heute wieder zwei Bands für euch und die erste hat den wohl ausgefeilsten Namen, den ich je gehört habe. Aalkrai. Den Aalkrai auch? Aus Flensburg. Aber keine Zähne im Maul, aber Labaloma pfeifen, oder? Oh, das so, war das andere. Das war die andere Band, damit warst du nicht gemeint. Das sind unsere zwei Bands heute, ja. Und wir fangen an mit keine Zähne im Maul, aber Labaloma pfeifen. Das ist Postpunk aus Kiel und die kommen hier nach Flensburg und machen hier ein bisschen Party mit uns oder ein Konzert. Und ja, gegründet seit 2006 sind sie immer wieder unterwegs und auch immer wieder gerne in Flensburg. Und ja, wir schauen uns jetzt mal ein Video an und ne, schauen uns das mal an. Genau. Dein Gedächtnis leckt an heißen Tagen wie Regen von der Zimmerdecke. Das ist, wenn du dich bewegst. Und das sind also deine letzten Jahre. Wir sind froh, dass wir dich nicht verändern. Einfach nur als ja, Leute, wer Lust auf Halligalli hat und wilde Party, der geht dahin. Und zwar am 28.04. im Volksbad. Ja, und Sabine macht jetzt weiter. Ja, Aalkrai, wie schon angekündigt, die kleinen Aale, die kommen nach 2 Jahren Unterbrechung, kommen sie jetzt wieder dorthin zurück, wo sie einst gestartet sind, nämlich im Volksbad in Flensburg, und werden ihr Repertoire anbieten, was sie auch einst schon plattdütsches Country. Das ist gediegen auf jeden Fall, untermalt mit Indie-Pop, wobei jetzt die Country-Version so ein bisschen überarbeitet wird und das Ganze jazzig, rockig, Indie-Pop-mäßig angehaucht ist. Das könnt ihr im Volksbad sehen. Am 29.04. haben wir das. Wir gucken noch mal in ein Video. Ist das nun her? Wir haben uns lang nicht sehen und hat voll mir auch nicht schwer. Jetzt bist du Wettertor und es einige zu sagen, was wie nicht alles falsch gemacht hat. Von weg. Und das wär schon immer so. Du warst ihn lebt nicht mehr froh und in Glück. Ja, und das ist ja diese gediegene Musik, die wir diesmal anbieten konnten oder können. Und wir werden nächste Woche sehen, was dann startet. Bis dahin sagen wir erstmal Wiedersehen. Muckert gut.